Hey, so, Kekse, was geht ab? Das ist ein interessantes Thema und ja, es gibt Dinge, die ich euch sagen muss, glaube ich. Ich bin nicht schwanger. Ich habe mich wirklich vor 3 Minuten entschieden, dieses Video zu drehen, weil es ist ein Thema, womit ich mich öfters auseinandersetzen muss. Aber ganz ehrlich, ich habe schon mal gesagt, so Kommentare über mein Äußeres treffen mich insgesamt dann nicht so wirklich, kann ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin so, du bist eine fette, hässliche Kuh, haha, schlimm. Ich interessiere mich eigentlich nicht so sehr dafür. Allerdings dieser eine Kommentar, den ich so oft kriege und das schon seit Jahren, es nervt. Es nervt halt einfach, Leute. Es nervt so sehr. Kaffee, hilf mir. Spulen wir zurück ungefähr vor 2 Jahren. Das war nicht das erste Mal, dass ich diesen Kommentar gekriegt habe, aber das war das erste Mal, dass es mich richtig hart getroffen hat. Und zwar, weil ich in einer Phase war, in der ich nicht gegessen habe. Für einige, die vielleicht mein Body-Image-Video schon mal gesehen haben, ich hatte mal eine Zeit lang, ich will es nicht Magersucht nennen, weil ich war nicht richtig magersüchtig. Ich war aber auf einem guten Weg dahin, eine Magersucht zu entwickeln und ich hatte immer mal wieder diese Phase, wo ich das für 1-2 Monate gemacht habe, versuchen nicht zu essen, dann obsessiv über Essen nachdenken und sonst was. Und ungefähr vor 2 Jahren war so meine letzte schlimmere Phase damit. Es war kurz vorm Abi. Ich weiß, ich hatte durch den Stress und durch meine damalige Trennung einiges zugenommen gehabt und ich habe mich widerlich gefühlt, das weiß ich noch. Und ich war sowieso gerade in einer schrecklichen Phase so und habe angefangen aufzuhören zu essen und es hat sich aber noch nicht so ganz intensiviert gehabt damals. Dann bin ich mal auf eine kleine Feier gefahren von unserer Schule, wo einige Leute da waren, die ich auch kannte aus meinem Abi-Jahrgang. Wir waren alle, ich glaube, so zur Hälfte fertig mit den Abi-Prüfungen und ich war so auf dieser Feier. Ich kann euch gleich das Outfit zeigen, was ich damals anhatte, weil ich habe genau dieselben Sachen immer noch. Im Prinzip das hier, nur dass es ein langärmeliges Oberteil war, aber ich finde es gerade nicht. Und zwar ist es relativ eng anliegendes Zeug gewesen, so ein Oberteil, so ein rotes mit so einem Rock und es war halt alles relativ eng anliegend, ja. Und wie jeder normale Mensch auch, wenn er was gegessen hat, hatte ich halt keinen komplett flachen Bauch. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der immer einen komplett flachen Bauch hat. Ich habe sowas morgens, wenn ich aufstehe und noch nichts gegessen habe, manchmal auch mittags rum, aber es ist völlig normal, dass man irgendwie so, selbst wenn man nicht dick ist oder so, dass man so einen kleinen Bauch hat, so eine kleine Pouch. Irgendwo müssen die Organe ja auch geschützt sein, das ist ja auch voll normal, ja. Und zu der Zeit habe ich ein bisschen mehr gewogen und vielleicht war das ein bisschen offensichtlicher, aber jeder normal denkende Mensch hätte wissen können, dass ich nicht schwanger war, so. Und es sah halt auch nicht so schlimm aus. Dadurch, dass ich ein Hohlkreuzproblem immer noch habe, sah es damals eher so aus, anstatt wenn man gerade steht, aber naja, ich arbeite dran. 3. Monat maximal. Auf jeden Fall hatte ich sowieso mega den Struggle und an dem Abend hatte ich eigentlich auch nicht wirklich Lust dahin zu fahren. Ich bin dann doch hingegangen, ich bin noch mit dem Auto da gewesen, deswegen habe ich nichts getrunken und ich habe schon bemerkt, dass ich irgendwie, ich habe sowieso an dem Tag generell in der Zeit mega mit meinem Aussehen, mit meinem Gesicht auch, aber mit meinem Gewicht gestruggelt und eine meiner Klassenkameradinnen, hi, falls du dieses Video schaust, falls du mich überhaupt noch kennst, kam dann auf mich zu und hat gesagt, so, ich glaube, sie war sogar ein bisschen besoffen, irgendwie so lachend, so, ja, ich soll dich übrigens fragen von jemandem, ob du schwanger bist. Und ist weggegangen. Keine 5 Minuten später habe ich diese Party verlassen, habe mich in mein, ich bin zu meinem Auto gejoggt, bin nach Hause gefahren, habe geheult und habe gute 20 Stunden danach nichts gegessen. Fast forward ein paar Monate, mir ging es wieder besser und ich habe immer mal, ihr kennt das, die Phasen, die man hat, wo man sich selbst mag, dann nicht und sonst was. Und dieses bisschen Bauch haben, wenn ich eng anliegende Klamotten trage, habe ich immer. Die Sache ist, ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, dass ich immer so ein Blähbauch, Bloating habe. Das ist halt nicht dick fett, sondern aufgepustet irgendwie. Man hat einfach irgendwas gegessen, wovon man ein bisschen zu sehr Gas entwickelt, weiß ich nicht, oder was halt, keine Ahnung, den Bauch generell ein bisschen aufbläht. Und ich habe sowas ständig, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich laktoseintolerant, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas auf jeden Fall oft. Beziehungsweise jeder normale Mensch, wenn er eine gute Portion Essen gegessen hat und nicht nur einen Salat, wie ganz viele Bitches, dann hat man halt so ein bisschen Bauch, ist ja voll normal. Und wenn man dann was Enganliegendes anhat, dann sieht man das halt auch und es ist auch irgendwo voll normal. Und nein, ich werde nicht mein Leben lang mit einem gezogenen Bauch rumlaufen, nur weil andere Leute dann irgendwie besser mit mir klarkommen. So, ich bin doch nicht behindert, so nein. Gott, ich wollte mir das abgewöhnen, das zu sagen. Und ich habe ein paar enganliegende Klamotten, die ich eigentlich einfach total mag und deswegen öfter anziehe. Und
Viele von meinen Freunden werden wissen, dass an Tagen, wo es mir selber sehr auffällt, oh, es sieht ein bisschen aus, als hätte ich voll den Bauch, als wäre ich schwanger, dass ich sogar selber Witze drüber mache oder es halt irgendwie selber anspreche, bevor es jemand anders anspricht. Das ist halt einfach so ein Coping-Mechanism irgendwie. Ich mache mich über Dinge lustig, dass sie mich nicht so sehr verletzen. Das ist normal, das mache ich halt immer. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und ich bin da sicherlich nicht die Einzige. Also meine Freunde wissen meine Sprüche. Haha, oh mein Gott, ich sehe aus, als wäre ich schwanger. Lol, 7. Monat, haha. Ja. Und auf Instagram, auf ein paar Fotos, sieht man das hier und da halt auch, weil, wie gesagt, ich bin normaler Mensch, der normale Organe hat, die irgendwo nicht versteckt sind. Und dazu möchte ich mal kurz sagen. Also ich glaube, es ist nicht mal unbedingt wichtig, wie viel ich wiege und alles, aber nur damit ihr es wisst. Ich bin 1,65 groß, ich wiege 55 Kilo. Das heißt, ich bin 5 Kilo weg vom Untergewicht und 15 Kilo weg vom Übergewicht. Ich bin also alles andere als dick. Und ich möchte hier nochmal sagen, selbst wenn jemand übergewichtig wäre, ist es trotzdem absolut unpassend und asozial, solche Sachen zu sagen. Möchte ich nur mal kurz gesagt haben. Scheißegal, wie dein Körper aussieht, sowas zu sagen ist nie in Ordnung. Jetzt bei mir ist es halt insbesondere besorgniserregend, dass, wenn man halbwegs nah am Untergewicht dran ist, dass man immer noch solche Kommentare bekommt. Heute ist die Situation gewesen, ich habe so ein Video auf TikTok hochgeladen, weil mir war langweilig und ich fand es lustig. Und ich hatte da so ein Kleid an, so ein engeres, so ein Regenbogenkleid. Ich kann es gerne mal einblenden. Und heute ist tatsächlich nicht mal ein Tag, an dem man das so sehr gesehen hat oder an dem ich wirklich so einen Bloating-Bauch hatte. Und ich kann euch gerne mal die Kommentare vorlesen. Nein, kann ich doch nicht, weil TikTok die meisten Sachen gelöscht hat, beziehungsweise andere Leute haben das gemeldet, weil sie lieb zu mir waren. Und die Sachen wurden gelöscht. Aber es waren Dinge von, hahaha, oh mein Gott, das sieht aus, als wärst du schwanger. Bist du schwanger, lol? Als ich dann gesagt habe, ey, Bro, ich bin so 5 Kilo weg vom Untergewicht. Lol, dann hast du ja wahrscheinlich 0,0 Kilo Muskelmasse, hahaha. Du siehst aber nicht aus, als wärst du 5 Kilo weg vom Untergewicht, lol. Die Leute, die das fragen, schreiben das dann auch immer so mit Hahaha-Smileys. Also sie wissen, dass es nicht so ist. Also es gibt niemanden, also kaum jemand, der das wirklich aus Interesse fragt, sondern es sind die Leute, die dich damit beleidigen wollen, weil die ganz genau wissen, dass es nicht so ist. Es regt mich so auf, dass ich das ständig sagen muss. Ihr fucking Vollidioten. Es triggert so diese ganze Magersucht. Vergangenheit, die ich habe, und es ist schon schwierig, damit hier und da umzugehen, wenn man immer wieder denselben Kommentar bekommt. Und wie gesagt, es ist nicht so, als wäre ich jemand, der wirklich noch groß abnehmen könnte, so dass es gesund wäre, weil das ist halt einfach nicht so. Ein bisschen Muskelmasse aufbauen könnte ich durchaus, aber das ist halt überhaupt nicht eure Sache, beziehungsweise die Sache von den Leuten, sondern komplett meine, ob ich das machen will oder nicht. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, kleiner Zwischeneinschub hier, das, was ihr auf Instagram seht, zu 90%, wenn irgendeine Olle sowas anhat, zieht sie ihren Bauch ein oder es ist gefacetuned, weil normale Menschen haben halt ein bisschen Bauch. Ich will nicht sagen, dass es die Leute nicht gibt, die immer einen komplett flachen Bauch haben und good for you, girl, good for you, great, aber glaubt nicht, dass das die Realität ist und dass jeder Mensch das hat, weil es ist definitiv nicht normal, immer einen perfekt flachen Bauch zu haben. Es ist komplett normal, dass man das nicht hat. Möchte ich nur mal kurz hier einschieben. Glaubt nicht alles, was Social Media euch erzählt und was ihr da seht. Das ist eine perfekte, kuratierte Welt. So, es ist nicht die Realität, deswegen. Oh, schreibt mir gerne in die Kommentare, was für dumme Kommentare ihr immer von anderen Leuten kriegt. Ist es auch immer zu irgendeiner bestimmten Sache? Ich krieg's auch ständig dadurch, dass ich so dickere Oberarme habe. Sobald ich halt meinen Arm so an meinen Oberkörper dranlege, gehen die halt ein bisschen auseinander. So, wie halt Arme, wo Fett dran sind, tun. Ich habe es einfach so satt, jedes Mal denselben Kommentar zu bekommen. Denkt drüber nach, was ihr im Internet schreibt, weil ich bin vielleicht ein bisschen robuster, was das angeht, aber jemand anderes, der wirklich vielleicht Ewigkeiten mit einer Magersucht zu kämpfen hatte, und davon gibt es echt nicht wenige, allein in meinem Freundeskreis habe ich genug, die so einen Kommentar hören und die sind erstmal nach 3 Wochen gefühlt manchmal direkt wieder in der Klinik oder in der Therapie. Worte haben Auswirkungen, ja, auf manche Leute mehr als auf andere, aber wirklich, gerade was Gewicht angeht oder Aussehen, so, ihr wisst nicht, womit Leute strugglen, ja. Es ist mir selber aufgefallen, dass ich das habe. Ich komme halbwegs gut damit klar, aber es gibt Leute, die tun das sicherlich nicht. Tut mir leid, wenn ich das jetzt alles so an euch richte, weil ich glaube, denke, hoffe, ihr seid nicht so, aber oh, ich musste das jetzt einfach mal gerade loswerden, weil... Tut mir leid an alle, die sich darauf gefreut haben, dass jetzt Schwangerschaftsvlogs kommen. Irgendwann vielleicht, wer weiß, aber erstmal nicht. Falls ihr mich noch nicht kanntet, ich bin Soja. Ich mache jede Woche ein Video auf diesem Kanal. Wenn ihr Bock auf mich habt und Bock, mein Gesicht zu sehen, dann abonniert mich doch gerne. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und falls euch mehr Themen in die Richtung interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Und ihr könnt auch jetzt hier auf dem i klicken. Verlinke ich mal mein Video zu Body Image, wo ich schon mal gemacht habe. Ich glaube, vor einem halben Jahr, wo ich ein bisschen tiefer über das Thema rede und meine ganze Reise damit. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, ihr habt noch eine geile Woche. Und wir sehen uns hoffentlich bald nächste Woche. Bye-bye.